Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Der Herbst hat begonnen und mit ihm die Qualitätsauslese 2020 der beliebtesten Dividendenaktien unserer mittlerweile über 40.000 registrierten Mitglieder. Wer den Aktienfinder kennt, der weiß, dass es hier ums langfristige Investieren geht, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das heißt, bei diesen 50 Aktien, da tummeln sich keine Spekulationsaktien, da sind auch keine Trader unterwegs bei uns. Da geht es wirklich ums langfristige Investieren. Und hier geht es um Qualität. Qualitätsauslese Herbst 2020. Und wir haben dann hier schon veröffentlicht einen Beitrag mit den Top 50 Dividendenaktien. Das siehst du hier dann die Tabelle. Auf Platz 1 Johnson & Johnson mit über 500 Kauflimits. Die Kauflimits sind nämlich das Kriterium für die Platzvergabe hier, um die Beliebtheit zu messen. Je mehr Kauflimits hinterlegt sind für eine Aktie, umso beliebter die Aktie. So die einfache Logik. 511 Kauflimits für Johnson & Johnson, die eine Dividendenrendite von 2,7% bezahlen. 7% Wachstum auf die letzten 5 Jahre der Dividende. Hier siehst du dann, wie die Aktie performt hat auf das laufende, nicht ganz einfache Jahr für Dividendenaktien. 1% Kursgewinn immerhin. Dann siehst du hier das durchschnittliche Kauflimit aus diesen 511 Kauflimits berechnet bei knapp 110 Euro. Und das bedeutet einen Abschlag von ungefähr 12% auf den aktuellen Aktienkurs. Kannst du hier die ganzen 50 Aktien durchgehen? Und da ist, denke ich mal, für jeden was dabei, der Dividenden nicht abgeneigt ist. Wir haben hier noch viel weitere Infos, zum Beispiel dann, welche Aktien die höchste Dividenden haben, welche Aktien das höchste Dividendenwachstum haben, dann noch einzelne Aktien herausgepickt und dann auf unsere kostenlosen Aktienanalysen dann weiter verlinkt. Kannst du dir gerne alles in Ruhe anschauen. Was wir jetzt machen ist, wir gehen in den Aktienfinder und durchleuchten da diese 50 Top-Dividendenaktien nochmal ein bisschen auf eine andere Art und Weise oder sagen wir mal einfach etwas mehr im Detail. Dann geht es jetzt gleich los. Und zwar habe ich hier schon einen Merkzettel gezaubert. Da sind jetzt diese 50 Aktien enthalten. Ist also relativ umfangreich. Dieser Merkzettel kannst du dann auch hier sehen, dass der relativ lang ist. Und wenn du jetzt herausbekommen möchtest, ob sich hier tatsächlich um Qualitätsaktien handelt oder ob das hier einfach nur so eine Showliste ist, wie kannst du das tun? Gibt es verschiedene Arten und Weisen. Eine sehr einfache Variante ist zu gucken, wie die Aktien denn in der Vergangenheit so performt haben. Und das siehst du ja hier hinten bis 15 Jahre zurück. Und wenn du da einfach mal sortierst, absteigen, dann siehst du im Prinzip, dass wir hier nur Gewinner haben, insofern die Aktien denn schon gelistet waren vor 15 Jahren. Zwei waren es nicht, Visa und AbbVie. Man kann aber auch auf 10 Jahre zurückgehen. Da waren alle bis auf AbbVie gelistet, auch hier ausschließlich Gewinner. Und wenn man mal hier von oben nach unten durchgeht, dann haben wir hier sozusagen die Underperformer mit BASF und British American Tobacco. Aber schon Coca-Cola hat immerhin 65% Kursgewinn auf die Waage gebracht. Und dann kommen hier noch die Dividenden hinzu. Coca-Cola ist ja ein guter Dividendenzahler. Und dann, wenn es ein bisschen weiter geht, hier haben wir schon Kursverdoppler ab der Konkurrenz Pepsi. Und gehen wir noch ein bisschen weiter runter, dann haben wir hier schon Kursverdreifacher. Hier, ab hier sind es Kursvervierfacher mit Stryker, Novo Nordisk dann, Verfünffacher und so weiter. Und zwei Ten-Bagger auf 10-Jahressicht mit Visa und Tencent. Wenn wir dann hier die 5 Jahre angucken, dann fängt es an, dass wir drei Aktien haben, die im negativen Bereich sind, also mit denen man Kursverluste, Buchverluste, wenn man es bis dato nicht verkauft hätte, eingefahren hätte, wenn man sie vor 5 Jahren gekauft hätte. Da sind zwei Deutsche dabei mit Fresenius und BASF, vielleicht schon etwas
bezeichnend für die Qualität deutscher Blue Chips und dann aber auch British American Tobacco. Die ganzen US-Aktien also im Plus. Wir haben sehr viele US-Aktien hier drin. Das sind 34 Stück, also nur 16 Nicht-US-Titel. Die 16, also diese 34 US-Aktien sind alle im Plus. Dann haben wir hier auf Einjahressicht, da siehst du, dass schon mehr rot ist. Kein Wunder, war ja auch der Corona-Crash dazwischen und momentan harte Zeiten für viele Dividendeninvestoren. Aber nicht für alle Dividendeninvestoren. Wir werden uns noch ein kurzes Starterdepot nachher angucken. Da gab es ja vor kurzem jetzt ein Update, eine neue Sparplanausführung. Dann wirst du sehen, dass dieses Depot doch ziemlich gut läuft. Wir haben hier aber nichtsdestotrotz einige Aktien im Minus. Wenn du ein bisschen runterscrollst, wirst du dann aber sehen, dass relativ schnell dann hier der Übergang kommt in die Kursgewinner auf Einjahressicht. Und ich habe mal hier abgezählt, es sind 18 Aktien im Minus von den Top 50. Das heißt im Umkehrschluss, 32 Aktien hier unten sind im Plus und teilweise recht deutlich mit über 40, teilweise sogar 60% einer Aktie. Und wenn du hier mal guckst, die Verlierer anguckst, da siehst du, dass die Verliererseite deutlich leichter verloren hat, als die Gewinnerseite gewonnen hat. Wir haben hier von den Verlierern relativ viele, die moderat verloren haben, zwischen 1 und 10% und nur relativ wenige mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Aktien zwischen 10 und 20% verloren und der Rest nur in Anführungszeichen maximal 10%. Und dann kommt ja hier schon nochmal die Dividende dazu. Wenn man die noch dazu zählen würde, wenn einige Aktien plötzlich wieder im Plus auf 6 Monate und keine Angst, ich gehe jetzt nicht komplett durch, siehst du dann, dass die meisten an der Erholung oder von der Erholung dann partizipiert haben, von dieser V-förmigen Erholung nach dem Corona-Crash, fast alle im Plus, bis auf Intel, Cisco und British American Tobacco. Wie kann man noch die Qualität bestimmen dieser Liste? Da gibt es ja die klassischen dividendenbasierten Kennzahlen, hier zum Beispiel, seit wie vielen Jahren denn die Aktien schon ihre Dividende erhöhen. Und dann haben wir hier ziemlich viele Dividendenaristokraten. Immer hier gibt es dann diesen goldenen Pokal für mehr als 25 Jahre Dividendensteigerung am Stück, trotz Corona. Dann haben wir hier auch viele Aktien, die mehr als 10 Jahre schon am Stück steigern. Und dann mehr als 5 Jahre gibt es auch ein paar. Und dann aber tatsächlich auch einige, die ihre Dividende gekürzt oder sogar ganz gestrichen haben. Sind aber relativ wenige mit Adidas und CTS. Die haben die Dividende gestrichen. Schon wieder 2 Deutsche. Walt Disney hat die letzte Halbjahresdividende gestrichen. LVMH, die haben, wenn ich mich richtig erinnere, gekürzt. Ansonsten ging es mit der Dividende überall aufwärts. Wie viel Prozent oder um wie viel Prozent, das siehst du dann hier. Durchaus noch beachtliche Dividendensteigerungen dabei. Ja, und dann kannst du natürlich auch gucken, wie hier, wenn du im Aktienfinder bist, die Stabilität der Dividende ist und auch des Gewinns und des operativen Cashflows. Wenn du die Qualität dieser Liste beurteilen möchtest, da siehst du, dass wir hier meistens Top-Werte haben. Es geht ja von minus 1 bis plus 1. Meistens haben wir hier Werte, die über 0,8 oder sogar über 0,9 sind. Nur ab und zu hier bei der Stabilität des Gewinns etwas niedrigere Werte, wo dann aber oft der Cashflow dagegen wieder sehr positiv verläuft, wo man dann gucken muss genau im Detail, woran das denn liegt. Und wenn du das Ganze dann noch personifizieren willst, machst du das hier mit dem Ranking. Und zwar gibt es ja hier die Default-Standard-Rankings. Haben wir dann zum Beispiel Dividendenertrag oder Dividendenwachstum. Und wenn man dann mal schaut, auf Dividendenertrag zum Beispiel geht, dann sehen wir hier diese Rankings. Dann kannst du hier absteigend sortieren und dann siehst du, welche Aktien denn am besten geeignet sind für jemanden, der einen Dividendenertragsstrategie fährt. Das heißt, jemand, der auf hohe Dividenden steht, dann wären die Aktien im Prinzip ganz vorne mit dabei.
unter anderem auch die Allianz mit einer Dividende von 5,8%. Ist natürlich schon ein Wort. Allianz haben wir vor kurzem auch analysiert. Man kann auch dann umstellen hier das Ranking zum Beispiel auf Dividendenwachstum. Wäre dann hier, dann siehst du, dass sich das Ranking ändert. Da fällt dann die Allianz etwas zurück, kann man dann neu sortieren. Und dann hätten wir hier Texas Instruments beispielsweise oben, gefolgt von Union Pacific. Kann man noch ein bisschen schärfer einstellen, je nachdem, das Ranking ist so konfigurierbar, so dass man dann zum Beispiel noch mehr auf Wachstum geht und dann würden Aktien wie 3M beispielsweise noch mehr an Punkten verlieren. Das sind zwei moderat eingestellte Rankings. Genau, und dann kann man mal gucken, welche Aktien denn hier die höchste Dividende beispielsweise ausschütten von all diesen Aktien. Und dann siehst du das Ganze hier. Haben wir wieder British American Tobacco und dann auch gefolgt von BASF und Allianz hier. Ist natürlich kein Zufall, dass die das Aktien sind, die nicht geglänzt haben bezüglich der Kursgewinne. Deshalb ist dann auch die Dividende relativ hoch. Interessant, wenn du dann die einzelnen Aktien dir anguckst, um einen schnellen Eindruck zu bekommen, wie gut diese Aktien sind, beziehungsweise wie attraktiv die Dividende ist. Dann kannst du das hier im Dividendenturbo machen und dann siehst du, dass zum Beispiel British American Tobacco hier eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite ausschüttet. Gab schon mal hier ganz am Anfang um die Jahrtausendwende einen Zeitpunkt, da hat British American Tobacco mit einer genauso hohen Dividendenrendite geglänzt. Aber dann danach ging das doch beträchtlich zurück, teilweise bis auf unter 3%. Und momentan haben wir eben 7,5% Dividende. Das gleiche Spielchen könntest du auch für BASF und die anderen Aktien machen, wo du dann ebenfalls sehen wirst, dass die Dividende von BASF, die war sogar schon noch höher bei 7,5%, wie momentan bei British American Tobacco, momentan immer noch über 6%. Man kann dann aber auch hier gucken, welche dieser Aktien mit einem hohen Dividendenwachstum glänzen. Zum Beispiel jetzt mal innerhalb der letzten 5 Jahre. Hier, wenn ich so sortiere, da haben wir jetzt die Problemkinder oben. Das heißt, die Aktien, die Dividende entweder ganz gestrichen haben oder gekürzt. Wenn wir aber hier rumgehen, da sehen wir, dass wir Aktien haben, die die Dividende wirklich sehr stattlich erhöhen. Und zwar zweistellig alle hier bis zu 30%. Das wäre dann Tencent. Und man bekommt immer noch teilweise wenigstens eine relativ nette Dividendenrendite gleich mitgeliefert. Das heißt, wenn man sich die Aktie kauft, schafft man es dann tatsächlich bei einigen dieser schnellen Dividenden, dieser dynamischen Dividendenzahler, noch eine Dividende zu kassieren von über 2%. AbbVie sticht heraus mit einer Dividende von 5,5% und einem starken Dividendenwachstum. AbbVie ist dann auch nochmal gesondert zu analysieren. Wir haben hier, also man müsste ja sowieso jede einzelne Aktie vorm Kauf oder man sollte es, die getrennt oder nochmal gesondert etwas aktualisieren bzw. analysieren, so rum. Wenn man zum Beispiel jetzt auf AbbVie mal klickt, dann seht ihr ja hier nochmal die Dividendenrendite. Die sind ja erst 2013 börsennotiert gewesen. Dann seht ihr, dass die Dividendenrendite kontinuierlich angezogen ist. Ihr könnt hier den Gewinn sehen, Umsatz und so weiter, inklusive der aktuellen Bewertung der Aktie. Aber da möchte ich jetzt mal drauf eingehen, ganz kurz, und zwar sehr spontan. Hier seht ihr den Kursverlauf von AbbVie. Und wenn ihr euch hier anzeigen lasst, wie die Aktie denn momentan bewertet ist, dann würde ich diesen Fernwert wegmachen, da seht ihr, dass die Aktie momentan sehr günstig bewertet scheint. Von daher auch die hohe Dividendenrendite. Aktuelle faire Wert der Aktie irgendwo um die 130 US-Dollar und der Aktienkurs lediglich in Anführungszeichen bei 86 US-Dollar. Dann die Frage natürlich, handelt es hier um Schnäppchen? Ich denke, wir sollten die Aktie mal bald analysieren. Wir haben nämlich einige Fragen bekommen bezüglich AbbVie, denn diese Aktie sticht einfach heraus momentan.
Gut, und wir haben ja hier sortiert nach dem Dividendenwachstum und ich denke, das ist dann auch ein netter Übergang zum Starterdepot. Das Starterdepot, das findet ihr bei unserem Blog und es ist dann ein Echtgelddepot. Es hat hier ist es das Starterdepot, in das investieren wir ja tatsächlich 500 € jeden Monat. Wir haben angefangen mit dem Ganzen Mitte letzten Jahres, also es läuft jetzt knapp 1,25 Jahre und dann seht ihr hier, wie es bisher gelaufen ist. Wir haben einen Marktwert mittlerweile von 8.300 Euro, beinahe US-Dollar gesagt. Wir haben auch noch einen Cashbestand von ungefähr 400 € zum Nachkaufen, also in Summe über 8.500 € schon. Sollten also noch dieses Jahr, wenn es gut läuft, sogar fünfstellig werden. Wir haben oder wir freuen uns über einen Kursgewinn von 7,5%, sind also im Plus mit knapp 600 €, obwohl der US-Dollar gegen uns gelaufen ist, nach wie vor. Das heißt, wir haben Verluste durch einen schwachen US-Dollar. Wir haben relativ viele Aktien, die in den USA, also relativ viele US-Aktien, sagen wir so, etwas einfacher. Wir haben schon fast Anspruch mittlerweile auf 100 € Dividende, also 100 € Dividende kassiert. Und wir haben eine Dividendenrendite momentan in dem Depot von knapp 1,8%. Wir haben also eine Strategie mit dynamischem Dividendenwachstum. Und das siehst du eben hier mit einem Dividendenwachstum ungefähr um die zwischen 10 und 11% über alle Positionen. Jahr für Jahr steigt oder erhöhen diese Aktien, die wir haben, im Durchschnitt ihre Dividende. Und dadurch, dass die Aktien auch schon mittlerweile ein bisschen an Wert gewonnen haben, haben wir eine persönliche Dividendenrendite von 1,9%. Und es ist aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit, bis wir die 2% überschreiten werden, dank des Dividendenwachstums hier. Und dann haben wir noch die unterschiedlichen, ja, Varianten, wie wir das Depot hier aufdröseln können. Wenn du sehen willst, in welche Position wir investiert sind, dann kannst du hier das Ganze im Detail dir anschauen, inklusive dem Kursgewinn und wie viel Stück wir haben, wie hoch der Depotwert ist von den einzelnen Aktien. Wenn du sehen willst, in welche Branchen wir investieren, dann siehst du das Ganze hier ganz schön aufgedröselt. Jetzt mache ich es mal wieder etwas kleiner. Hier ist das Ganze und da siehst du, dass wir mit 38% in Tech-Aktien investieren, aufgeteilt in Software und Technologie. Wir sind aber auch beim nicht-zyklischen Konsum aufgestellt, auch im zyklischen Konsum hier McDonald's, Home Depot, Adidas, eine deutsche Aktie. Wir sind auch etwas in der Industrie, auch etwas in der Gesundheit und im Finanzbereich mit Visa und American Tower, was ein REIT ist, sind wir ebenfalls aufgestellt. Und wie machen wir das? Ich zeige nochmal erwähnt, das machen wir hier über die Aktiensparpläne hier, die in diesem Fall bei der Consorsbank liegen. Und wir investieren hier 25 € in 20 Aktiensparpläne Monat für Monat und kommen so auf eine Summe von 500 €. Wenn du mitmachen möchtest, hier gibt es das Starterpaket, kriegst du dann von der Consorsbank 20 € Sparplanprämie und von uns gibt es nochmal 90 Tage Aktienfinder Vollmitgliedschaft obendrauf, hilft dir dann, um die ganzen Aktien hier zu analysieren. Denn du musst ja nicht unbedingt diese 20 Aktien kaufen. Das ist ja bloß ein Beispiel, wie man das Ganze in der Realität aufziehen kann, um dem Nullzins zu entkommen. Und das machen wir ja ganz erfolgreich, wie du siehst. Interessant noch, der Benchmark haben wir hier Portfolio Performance. Und dann haben wir hier den Benchmark des Starterdepots gegen zwei MSCI World ETFs und gegen den DAX. Und dann siehst du hier, dass wir doch ganz gut hier mit im Rennen sind. Wir haben eine Performance von je nach knapp 12% und die beiden MSCI Worlds eine Performance zwischen 4 und 5%. Alle Gebühren etc. bereits abgezogen. Diese grün schraffierte Fläche ist unser Starterdepot. Ich denke, wir können damit ganz zufrieden sein. Und ich weiß ja, dass auch viele mit mir gemeinsam da investiert sind. Und ich freue mich dann nicht nur über mich, meine Rendite, sondern auch über eure Rendite.
Gut, das soll es dann mal gewesen sein. Schau dir gerne mal an, das Starterdepot zum einen. Schau dir zum anderen gerne mal an diesen Artikel hier, wo es eben um die Top 50 bzw. um die beliebtesten 50 Qualitätsaktien geht und wo wir dann auch noch viel Zusätzliches geschrieben haben, auch bezüglich der Dividendenstrategie und Zweifeln an der Dividendenstrategie hier, was du damit machen kannst, falls du schon Dividendenaktien hast bzw. ein Dividendendepot und das nicht so läuft, wie du dir das vorstellst. Auch da gibt es Lösungsansätze. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.